Moin Moin und herzlich willkommen zum Programmierkurs C++. Heute mit der ersten Vorlesung zu den Grundlagen. Grundsätzlich dient ein Programm immer dazu, eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Egal bei welchem Programm und egal in welcher Programmiersprache es geschrieben ist, bildet die Basis ein Algorithmus. Algorithmen sind eine Abfolge von Handlungsanweisungen zur Lösung von Problemen oder einer Aufgabenstellung. Diesen Algorithmus, also die Handlungsanweisungen, kann man in einer beliebigen Programmiersprache aufschreiben. In dieser Vorlesung lernen Sie das in der Sprache C++. Zur Motivation neuer Themen wird Ihnen auch immer wieder diese Schildkröte hier unten begegnen, die für Turtle Graphics steht. Turtle Graphics ist eine Bildbeschreibungssprache, bei der man sich vorstellt, dass sich eine stifttragende Schildkröte auf der Zeichenebene bewegt und mit einfachen, aufeinanderfolgenden Befehlen wie Stift heben, senken, bewegen, vorwärts laufen und drehen, gesteuert werden kann. Im Grunde sind es die gleichen Anweisungen wie für einen 3D-Drucker, der seinen Weg abfährt. Wir schauen uns nun einmal an, wie das für die Aufgabe Zeichne nebenstehenden Würfel aussieht. Die Lösung ist dann eben ein eigener kleiner Algorithmus bzw. ein eigenes Programm. Hier rechts sehen wir das ausgeführte Programm. Der rote Pfeil symbolisiert die Schildkröte. Auf der linken Seite stehen die Handlungsanweisungen oder auch Befehle. Im ersten Schritt setzen wir den Stift auf. Nach jedem Befehl kommen Klammern und ein Semikolon, das können wir aber erstmal überlesen. Als nächstes wird mit Bewege vorwärts ein Strich gezeichnet. Dann mit dem Befehl Drehe nach links dreht sich die Schildkröte nach links. Wir bewegen den Stift dann wieder vorwärts und es wird wieder eine Linie gezeichnet. Wenn wir das nun dreimal hintereinander ausführen, haben wir auch schon ein Rechteck gezeichnet. Damit aus dem Rechteck ein Würfel wird, müssen wir uns jetzt ein bisschen anders drehen. Wie man sieht, kann man in den Drehbefehl auch eine Gradzahl reinschreiben. Die vorherigen Linksdrehungen waren um 90 Grad und um die Schräge zu malen, brauchen wir eine Drehung von 90 plus 45 Grad. Weiterhin können wir in der Klammer auch angeben, wie weit die Schildkröte mit dem Stift gehen soll. Für das Rechteck sind wir eine Längeneinheit von 1 gegangen und für die schräge Linie nach hinten gehen wir nur 0,3 Längeneinheiten. Das sieht man dann wieder hier in der Klammer. Um an anderer Stelle weiterzuzeichnen, heben wir den Stift an und gehen mit Bewege nach zu einer bestimmten Koordinate, nämlich zu 0 auf der X-Achse und 1 auf der Y-Achse. Dort wird der Stift dann wieder aufgesetzt mit Setzestift auf. Dann können wir wieder mit 0,3 vorwärts die Schräge zeichnen. Nun würde man die anderen beiden Schrägen noch mit Stift heben und umsetzen zeichnen und dann könnte man das hintere Rechteck wieder mit den einfachen 90-Grad-Drehungen vervollständigen. Das war also mal ein erstes kleines Programm in der Bildbeschreibungssprache Turtle Graphics. Es soll heute aber natürlich auch um C++ gehen. Wir schauen uns gleich einmal an, was Programmieren in C++ bedeutet. Ich gebe Ihnen eine kurze Einführung und Einordnung in die Sprache an sich und sage kurz etwas zu dem Standard und Werkzeugen in der Entwicklung. Danach gibt es ein erstes echtes Programmbeispiel in C++, den Entwicklungszyklus und ich erläutere einige grundlegende Bausteine. Zuerst einmal also den Programmiersprachen im Allgemeinen. Programmiersprachen dienen immer dazu, wie eingangs erwähnt, einen Algorithmus, also eine Folge von Handlungsanweisungen aufzuschreiben. Das Problem dabei ist, dass der Rechner eine Maschinensprache versteht. Die sieht ungefähr so aus und besteht aus Nullen und Einsen oder Hexadezimalzahlen. Damit sind Maschinensprachen für den Menschen offensichtlich sehr schwer verständlich und ich kenne niemanden, der heute noch aus der Maschinensprache direkt Informationen herauslesen kann. Einen Algorithmus darin zu erkennen, ist eben extrem schwer. Weiteres Problem ist, dass die Maschinensprache spezifisch für den jeweiligen Rechner ist und damit schwer auf andere übertragbar. Die Lösungen sind deshalb höhere Programmiersprachen. Hoch bezeichnet dabei, wie weit die Programmiersprache von der Maschinensprache entfernt ist. Es gibt Sprachen wie zum Beispiel Assembler, die näher an der Maschinensprache sind, und andere wie C++, die zu den höheren Programmiersprachen zählt und damit weiter von der Maschine entfernt sind. Die höheren Programmiersprachen sind im Allgemeinen verständlicher für Menschen und näher am menschlichen Denken. Sie lassen sich automatisch in Maschinensprache umwandeln. Und die Programme in solch einer Sprache heißen dann Quelltext, Programmcode, Source Code oder auch einfach nur Source
Nur Source oder Code. Jede Programmiersprache ist eine Sprache mit eigener Syntax und Semantik. Die Syntax sind die Grammatikregeln der Sprache. Die Semantik, die Bedeutung einzelner Worte, Satzzeichen und deren Zusammenhang. Als Beispiel hierfür der Satz Walfische bereisen Grießbrei, um Kalauer zu klauen, ist syntaktisch, also grammatikalisch korrekt, aber dabei völlig sinnlos. Sie müssen als Programmierer deshalb in ihrer Sprache beide Teile beherrschen. Sie sollten sowohl wissen, was sie schreiben, als auch wie sie es schreiben. Es existieren hunderte verschiedene Programmiersprachen mit verschiedener Syntax und Semantik. Prinzipiell können alle Turing-vollständigen Sprachen gleich viel. Turing-vollständig heißt, es kann alles berechnet werden, sofern genügend Speicher und unendlich viel Zeit vorhanden ist. Damit sind alle Sprachen theoretisch gleich mächtig. Welche man wählt, hängt unter anderem vom Anwendungszweck ab. Hier rechts ist eine Tabelle mit dem Ranking der häufigsten Sprachen nach Pipel-Index weltweit gezeigt. Pipel ist der Popularity of Programming Language Index. Dabei wird analysiert, wie häufig Sprachtutorials bei Google gesucht werden. Es gibt auch noch andere Rankinglisten mit anderen Metriken, aber perfekt ist keine. Die genaue Platzierung ist ja aber gar nicht so wichtig. C++ ist auf jeden Fall in allen vorne mit dabei und wird damit sicherlich noch eine Weile relevant bleiben. Im Grunde ist es aber eher so, dass man, wenn eine Sprache beherrscht, weitere Sprachen sehr viel leichter dazugelernt werden und es gar nicht so wichtig ist, womit man anfängt. In dieser Vorlesung haben wir uns für Sie für C++ entschieden, da typische Einsatzbereiche für C++ zu Ihren Studiengängen passen. C++ wird sowohl in der Systemprogrammierung als auch in der Anwendungsprogrammierung eingesetzt und gehört in beiden Bereichen zu den verbreitetsten Programmiersprachen. So findet das zum Beispiel Einsatz in sicherheitskritischen Systemen im Bereich Medizintechnik, in eingebetteten Systemen und Echtzeitanwendungen, in Betriebssystembestandteilen, in Desktop-Anwendungen und auch besonders in rechneraufwendigen Anwendungen. C++ hat auch allgemein einige Besonderheiten und Vorteile. So ist das hohe Abstraktionsniveau vergleichbar mit Java oder C#. Es ist sehr effizient in Zeit und Ressourcen, ist weit verbreitet, wie gesagt, je nach Ranking auf Platz 4 oder 5 und ist portabel und interoperabel mit anderen Sprachen, so zum Beispiel mit C. Wobei man hier als Nerdfact dazu sagen muss, dass C++ keine reine Erweiterung von C ist, auch wenn 1985 C als Ausgangspunkt der Entwicklung gesehen werden kann. Bjarne Stoustrup erweiterte das damalige noch nicht standardisierte C um ein Klassenkonzept aus Simula 67. Stoustrup nannte es deshalb zunächst C with Classes oder C with Classes, C mit Klassen, woraus später dann C++ wurde. Der Name kommt von der Verbindung der Vorgängersprache C und dem Inkrementoperator ++, der den Wert einer Variablen inkrementiert, also um 1 erhöht. C++ an sich ist schon schwerer als C, bringt aber auch mehr Möglichkeiten mit sich. Da ist ein berühmtes Zitat von Stoustrup: In C++, it's harder to shoot yourself in the foot, but when you do, you blow off your whole leg. Soll heißen, C++ erleichtert zunächst vieles, aber es bringt gleichzeitig viele Mittel mit sich, die mit Bedacht eingesetzt werden müssen. Zum Beispiel können durch die dynamische Speicherallokation ohne automatische Speicherfreigabe Speicherlecks entstehen oder es können Zeiger auf falsche Speicherbereiche verweisen und ein verstecktes Fehlverhalten erzeugen. Das wird Ihnen aktuell ziemlich sicher nicht viel sagen, aber wir kommen darauf in späteren Kapiteln der Vorlesung nochmal zurück. Ja, wie schon erwähnt, begann die Entwicklung an C++ 1985. Aber erst seit 1998 ist eine Standardisierung vorhanden. Ein allgemeiner Standard ist wichtig, da er Syntax und Semantik, also das Was und Wie, für eine idealisierte Maschine definiert. Ein Compiler implementiert den Standard für bestimmte Maschinen. Sie als Programmierer oder Programmiererin übersetzen ihr geschriebenes Programm mit Hilfe dieses Compilers, der auf ihre Maschine zugeschnitten ist. Wie auch der Duden für unsere normale Sprache immer wieder aktualisiert wird, so geschieht das auch mit Programmiersprachen. Also auch die Programmiersprache verändert sich und typische Programmiermuster werden zu Sprachfunktionen zum Beispiel. Features aus anderen Sprachen werden übernommen oder Fehler in der Spezifikation werden behoben. Über die jeweiligen Änderungen entscheidet ein Standardkomitee. Aktuellster Standard ist C++20. Wir verwenden
in unserer Vorlesung und in den Unterlagen im Moodle allerdings C++ 11 und teilweise C++ 17. Die Unterschiede sind aber nicht wirklich relevant im Rahmen dieser Veranstaltung, da die Grundlagen immer weitestgehend gleich geblieben sind. Gerade eben habe ich schon erwähnt, dass Compiler die Sprachstandards für die Maschine übersetzen. Ihre Hauptwerkzeuge zum Programmieren sind eben diese Compiler und Editoren. Also hier links im Editor schreiben Sie den Quelltext. Je nach Betriebssystem und persönlichen Präferenzen gibt es viele verschiedene Editoren. Sie sind im Grunde einfach ein Textprogramm mit meist farbiger Hervorhebung von Schlüsselbegriffen und Befehlen. Der Compiler ist wie der Editor oder Editor auch abhängig vom Betriebssystem und der jeweiligen Maschine. Der Compiler übersetzt den Quellcode in die Maschinensprache und gibt dann ein ausführbares Programm zurück. Hier sind einige Editoren und Compiler auf der Folie beispielhaft genannt. Wenn man diese Editoren und Compiler dann kombiniert, nennt sich das Integrated Development Environments, kurz IDEs. Eine IDE hat viele Komfortfunktionen wie das Syntax-Highlighting, was einige Texteditoren auch schon haben, Code-Completion, also eine Art Auto-Vervollständigen, Code-Analyse und Debugging, also Fehlersuche. Sie bieten außerdem Datei- und Quelltextverwaltung, Plugins für Spezialanwendungen und vieles mehr. Die IDEs sind meist sehr komplex und um Programmieren zu lernen, eher nicht unbedingt hilfreich. In den PC-Pool steht Ihnen dennoch Eclipse zur Verfügung vorinstalliert und es schadet es nicht, sich etwas damit vertraut zu machen. Am besten sollten Sie aber auch mal mit Texteditoren und Editoren und Konsole gearbeitet haben. Ja, wie sieht es nun aber aus mit so einem echten Programm in einem Editor in C++? Hier haben wir das Programm, das man immer als allererstes in jeder Sprache lernt, das Hallo Welt-Programm. Hier oben ist der Quelltext der Datei Hello World.cpp in weiß. Die Endung CPP steht für ein Code in C++. Unten in schwarz ist ein Auszug aus einer Konsole oder Terminal gezeigt und wie das Programm Hello World dann darin ausgeführt wird. Im Detail passieren hier einige Dinge. Mit Include.IOStream werden Funktionen für Ein- und Ausgabe geladen. IOStream steht für Input- und Output-Stream. Dann das Endmain, Klammer auf, Klammer zu, steht immer für den Programmbeginn und gibt an, dass es sich um die Hauptfunktion handelt. STDCOut ist das Schlüsselwort für die Ausgabe. Und damit wir das benutzen können, haben wir eben die Funktion für Ein- und Ausgabe mit dem Include am Anfang geladen. Ja, Hallo Welt ist dann die Angabe eines Textes als String. Und damit danach ein Zeilenumbruch in der Konsole entsteht, ist noch STD-Endline hinten angefügt. Und dann zu guter Letzt das Return 0 bildet den Standardabschluss für Programme. In der Konsole hier unten wird dann mit G++ die Quelldatei kompiliert und damit in die ausführbare Datei namens Hello World übersetzt. Das Minus O bewirkt, dass die ausführbare Datei den Namen Hello World erhält. In der nächsten Zeile wird diese dann aufgerufen und es erfolgt die Ausgabe durch den STDCOut-Befehl, der dann ausgeführt wird in Zeile 3. Nach Programmende ist die Konsole in Zeile 4 wieder bereit für den nächsten Befehl. Damit haben wir den Entwicklungszyklus einmal an diesem Beispiel gesehen. Die Hello World CPP kann in jedem beliebigen Editor, so wie gezeigt, geschrieben werden. Dabei muss die Groß- und Kleinschreibung auch unter Windows beachtet werden. Dann wird die Datei mit dem C++ Compiler, zum Beispiel G++, übersetzt und in Maschinensprache umgewandelt. Um das Programm dann auszuführen, muss die übersetzte Datei gestartet werden. Für den Anfang, wenn Sie sich nicht mit Editoren und Compilern aufhalten wollen, gibt es auch gute Online-Editoren zur Übung. Hier ist ein geeigneter Editor in den Folien verlinkt. Sobald Sie allerdings komplexere Programme schreiben wollen, sollten Sie aber eine Entwicklungsumgebung auf Ihrem Rechner verwenden. Für die Übungsaufgaben im Moodle gibt es aber auch direkt einen Online-Editor, wo Sie die Aufgabe im Moodle direkt bearbeiten und das dann auch dort kompiliert wird. Also das müssen Sie nicht auf Ihrem eigenen Rechner machen, können Sie aber zum Testen
auch bei sich einmal machen. Ja, zu den wichtigsten Grundlagen der Programmierung gehören auch die gerne vergessenen Kommentare. Schnell schreibt man ein kleines Programm mal eben runter und denkt, dass das selbsterklärend ist oder man es eh nicht wieder braucht. Doch Kommentare sind ein wichtiger Teil des Quelltextes und helfen Ihnen bei Ihrem eigenen Code und bei dem Code anderer massiv beim Verständnis. Es ist eine Kunst, für sich gute Kommentare zu erstellen. Grundsätzlich gilt so viel wie nötig, so wenig wie möglich als Faustregel. In C++ schreiben Sie einen einzeiligen Kommentar mit zwei Backslashes und ein mehrzeiliger Kommentar beginnt mit Slash Sternchen und endet mit Sternchen Slash. Mehrzeilige Kommentare können und dürfen Sie allerdings nicht verschachteln. In den Kommentaren rechts weiß man nun auch direkt dabei, dass es dabei um ein Programm geht, das eine Konsolenausgabe durchführt. Ja, neben den erklärenden Kommentaren ist auch die Formatierung Ihres Quelltextes wichtig. Struktur wird mit Satzzeichen geschaffen, die verschiedene Bedeutungen haben. Ein Semikolon schließt zum Beispiel jeden Befehl ab. Hinter Main stehen immer leere Klammern und geschweifte Klammern eröffnen und schließen die Methode. Dies schauen wir uns alles im Detail in späteren Vorlesungen an. Wichtig ist hier zu erkennen, dass dreimal das gleiche Programm in der untersten Variante für den Programmierer viel leichter zu überschauen ist. Für den Compiler wären alle drei gezeigten Varianten syntaktisch identisch. Das heißt, die Struktur erleichtert das Verständnis für die Programmiererin und die Formatierung wird auch mit Konvention definiert. Wie bereits eingangs erwähnt, ist C++ Turing-mächtig. Also alles kann berechnet werden, was es zu berechnen gibt. Hierfür braucht es in jeder Sprache Basisbausteine, die wir in den nächsten Vorlesungen eingehender betrachten werden. Dazu gehören elementare Rechneroperationen wie Addition und Subtraktion, Zuweisungen zu Variablen, Sequenzen, also das Hintereinanderausführen, bedingte Ausführungen, If-Anweisungen werden die auch genannt, also tue dies, falls das und das der Fall ist. Und wichtig sind auch Wiederholungsanweisungen, also Schleifen. Also tue dies so lange, bis ich sage, dass du es nicht mehr tun sollst. Die sequentielle Ausführung oder sequentiellen Anweisungen haben wir zu Beginn schon in dem Turtle Graphics Beispiel gesehen. Programme bestehen immer aus Anweisungen, also einzelnen Befehlen, die in einer festen Reihenfolge nacheinander sequenziell ausgeführt werden. Zum Beispiel eben bewege vorwärts, drehe nach links, bewege wieder vorwärts und so weiter. Sie werden immer mit einem Semikolon abgeschlossen. Semantisch bedeutet dabei A, Klammer auf, Klammer zu, Semikolon, B, Klammer auf, Klammer zu, Semikolon, mache erst A und dann mache B. Das ist eben mit sequenziell gemeint. Ja, und auch die Verarbeitung von Daten haben wir heute schon bei Hello World gesehen. Rechner verarbeiten Daten mit Hilfe von Programmen. Dies geschieht nach dem EFA-Prinzip. Es steht für Einlesen, Verarbeiten und Ausgeben. Notwendig dafür sind Input-Output-Funktionen. Als Output-Funktion haben wir bereits in Hello World stdc out kennengelernt, die einen Textstring ausgibt. Zur Verarbeitung müssen Daten im Arbeitsspeicher gehalten werden. Dort müssen Programme sie referenzieren können, wofür man wiederum Variablen benötigt. Und genau um diese benötigten Variablen und auch Datentypen wird es in der nächsten Vorlesung gehen. Bis dann wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.